Er hat mehr als 40 Jahre Medienerfahrung, arbeitete als ARD-Korrespondent in Washington, Paris und New York, moderierte die Tagesthemen und heute ist er auf den Jugendmedientagen in Hamburg, Ulrich Wickert. Hallo Herr Wickert. Hallo, grüß Sie. Sie haben gerade einen Vortrag vor den Jugendlichen hier gehalten. Wollen Sie kurz zusammenfassen, um was es da so ging? Kurz fällt mir schwer, weil ich eine Stunde lang geredet habe. Aber die Grundvoraussetzung für Journalismus ist eigentlich für mich die Frage der Aufklärung. Ich möchte, dass der Journalist dazu beiträgt, dass er Wissen vermittelt. Und weswegen Wissen vermittelt? Weil die Wissen ist die Voraussetzung fürs Denken. Und nur wer denken kann, der kann auch vernünftig handeln. Also insofern ist Aufklärung für mich erstmal die Voraussetzung für die Arbeit des Journalismus. Was bedeutet das speziell für junge Medienmacher? Müssen Sie sich darauf einstellen, wenn Sie sich auf den Beruf sozusagen vorbereiten? Ich bin der Meinung, dass das eine Grundvoraussetzung ist, dass man weiß, was möchte ich. Im Journalismus finden wir ja ganz vieles wieder. Wir finden das Unterhaltende auch wieder. Für mich war aber immer die Voraussetzung, dass ich gesagt habe, ich möchte Inhalte vermitteln. Und insofern muss der sagt, ich möchte jetzt Journalist werden, sich die Gedanken machen, was ist eigentlich mein Ziel und was ist die Basis dessen, von dem aus ich meine Arbeit gestalten will. Und heute, die Medienbranche hat sich ziemlich verändert, was man ja auch in der Medienlandschaft sehen kann. Was bedeutet das jetzt für die Verantwortung des Journalisten? Eigentlich ist der Journalist ein Mensch, der Dinge vermittelt, die auch zu falschen Handlungen verführen können. Und deswegen ist die Verantwortung des Journalisten sehr groß. Man muss sich genau überlegen, wie gehe ich mit welchen Nachrichten um. Und man spricht ja auch von einer journalistischen Ethik. Und da geht erstmal davon aus, dass alle Ethik ihre Basis findet in der Menschenwürde. Und wir berichten als Journalisten ja häufig über Menschen. Insofern müssen wir auch da uns Gedanken machen, dass die Würde des Menschen auf zwei Arten verletzt werden kann. Einmal die Würde des Menschen, über den berichtet wird, von dem es zum Beispiel Bilder gibt. Aber auch die Würde des Zuschauers kann verletzt werden, indem man ihm etwas präsentiert, das ihn erschreckt, das ihn verletzt, auf das er nicht vorbereitet ist. Und generell, also Sie sind ja sehr zufällig in die Rolle als Nachrichtensprecher oder als Reporter geraten, haben Sie auch in Ihrem Vortrag erwähnt. Was empfehlen Sie heute jungen Medienmachern, dass sie auf den Weg kommen? Ja, ich bin durch Zufall Journalist geworden, aber der Zufall hatte eigentlich auch eine Vorgeschichte. Ich habe meinen ersten Artikel im Alter von 14 geschrieben für die Kinderseite der Rhein-Neckar Zeitung in Heidelberg. Ich habe immer geschrieben für die Schülerzeitung, habe die in mehreren Schulen auch, in denen ich gewesen bin, dann gemacht, habe als Student geschrieben. Aber das war für mich Hobby. Und deswegen habe ich nie daran gedacht, daraus einen Beruf zu machen. Aber mein Hobby wurde mir dann zum Beruf, was natürlich wunderbar ist. Und wenn heute jemand in diesen Beruf gehen will, dann sage ich, die große Voraussetzung ist, das Handwerk lernen. Das Handwerk kann man aber nicht auf einer Journalistenschule lernen, da kann man einiges Theoretische lernen, sondern man muss es in der Arbeit lernen. Das ist bei jedem Handwerk so. Man muss Fehler machen, damit man weiß, was man nicht machen soll. Und meine Empfehlung ist immer, so viel journalistisch arbeiten wie möglich, weil man dadurch weiterkommt. Und solche tragen die zu diesem Lernprozess bei? Ich glaube, sie tragen dazu bei, dass man sich sortieren kann. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, dass man hört, was der eine oder andere zu sagen hat, dass man überhaupt erstmal sich orientieren kann. Und das Wichtige ist ja, der Journalismus soll ja auch Informationen geben, damit man sich orientieren kann. Und das ist meines Erachtens sehr gut bei solch einer Veranstaltung wie dieser hier. Vielen Dank, Herr Wickert. Das war es von meiner Seite aus. Bitteschön.